nochmal danke für den Support unter dem letzten Video und danke für die ganzen lieben Kommentare. Danke für die Unterstützung via Bewertung. Sehr, sehr lieb von euch. Na, ich habe eine Reportage vom SWR gesehen. Es geht um einen Mann, der an einer weit fortgeschrittenen multiplen Sklerose leidet. Chronische Krankheit des zentralen Nervensystems, verläuft in Schüben oder primär chronisch fortschreitend und kann unter anderem eine der schlimmsten Qualen werden, die ein Mensch nur erleiden kann. Ich zeige den Protagonisten der Reportage übrigens nur zensiert, weil ich nicht weiß, ob er in so einem Video zu sehen sein möchte und es eigentlich im Prinzip null um ihn geht. Also wirklich überhaupt gar nicht. Es geht in diesem Video einzig und allein darum, sich über gewisse Ansichten und Leute lustig zu machen, die hochutopischen Unsinn sabbeln und deren Argumente ein wenig zu torpedieren. Das Video hier wird auf jeden Fall deutlich lockerer, als ihr jetzt erstmal denken mögt. Humor ist nämlich der beste Weg, um dieser Art von giftigem Müll entgegenzutreten. Das Machwerk vom SWR ist natürlich verlinkt. Ihr braucht halt den Kontext für dieses Video, damit ihr versteht, warum ich so salzig bin. Der Mann kann sich nicht mehr bewegen. Ne, abgesehen von seinem Kopf, kann kaum noch sprechen, hat höllische Schmerzen, ständig Krampfanfälle und seine Prognose für die Zukunft ist irgendwann leider zu ersticken. Ne, Heilung gibt es nicht. Anders gesagt, würde mir nicht einfallen, wie ein Mensch mehr leiden könnte. Folglich kämpft er für sein Recht zu sterben. Aktive Sterbehilfe. Und das ist der springende Punkt. Er kämpft halt rechtlich dafür und das schmeckt einigen Leuten nicht. Generell dieser Themenkomplex. Folglich haben so ein paar Exemplare ihrem Unmut in der Kommentarspalte Luft gemacht. Teilweise aus politischer, aber auch religiöser Überzeugung. Da sind Kommentare bei, da fällt euch alles aus der Fresse raus. Man mag es sich nicht ausdenken, dass es Menschen gibt, die so eine Gülle von sich geben, wie in diesen Kommentaren. Und davon dann auch noch überzeugt sind. Man mag es sich nicht vorstellen. Kommentare auf Neueste zuerst stellen ist sowieso immer ein mutiges Unterfangen. Die Faustregel gilt, je älter ein Video und je später die Kommentare verfasst werden, desto garstiger und vor allem bescheuerter werden sie. Wir sind heute hier, um diese Leute gottlos sachlich zu kritisieren und deren Argumente zu widerlegen. Ich muss vorab sagen, bevor mir das jemand aufs Brot schmieren will, ich habe nichts gegen Religion per se, auch wenn ich sie für mich persönlich deutlich ablehne. Jeder kann religiös sein, wie er es mag, das juckt mich überhaupt nicht. Nur gilt da für mich das Mantra, das Recht, deine Faust zu schwingen, endet da, wo die Nase eines anderen anfängt. Solange niemandem geschadet wird und keine absurden, sagen wir, christlich-fundamentalistischen Forderungen gestellt oder die Werte anderen aufgezwungen werden, die nichts damit zu tun haben möchten, juckt es mich nicht. Das war hier aber der Fall, sonst würdet ihr dieses Video hier ja nicht sehen. Und da stürzen wir uns gleich mal rein. Kommentar 1. Hoffentlich finden die Zuschauer den Like-Button dieses Videos, um mich zu unterstützen. Das habe ich mir gerade ausgedacht, aber like das Video einfach trotzdem mal bitte und kommentiert, wie ich für den Like wart, wenn ihr Bock drauf habt. Nur wenn ihr mich supporten wollt. So, jetzt wirklich zum ersten Kommentar. Hoffentlich findet er Jesus, sodass er in den Himmel kommt. Hoffentlich findet er Jesus. Und dann warte, bis irgendeiner sich verläuft. Hoffentlich findet er sein Glück in Jesus Christus. Also einmal hätte jetzt nicht ausgereicht, wa? Ja, eigentlich habe ich hier nichts Qualitatives hinzuzufügen, weil, okay, ich gebe es zu, ich wollte es einfach nur mit reinnehmen, weil ich Pierre Vogel meme wollte und das irgendwie so ein bisschen gepasst hat. Nächster Kommentar. Auch wenn das Leben hart ist, bin ich gegen Sterbenhilfe. Ich sehe einen starken Lebenswillen. Also das Argument ist, keine Sterbehilfe, weil ich denke, Menschen wollen leben, bist du, wie sage ich das jetzt? Haben der Wackeldackel und die Winkelkatze in deinem gehenden Oberstübchen die Rollen getauscht, sodass der Wackeldackel gewunken und die Winkelkatze mit dem Kopf gewackelt hat? Oder wie kam dieser geistig verwirrte Erguss zustande? Es triggert mich. Er liefert ja nicht mal ein Argument außer, ich sehe das so, deswegen Gesetz. So, ich glaube, hier ist das Problem ein nicht gelevelter Empathieskill. Er möchte leben, ne, fair enough, solche Menschen soll es wohl geben, wurde mir gesagt. Deswegen wollen andere das ja auch. Aus der Perspektive eines gesunden Menschen, einem Schwerkranken sein Recht verbieten zu wollen, die Qualen zu beenden, weil man selber gesund ist und leben will, ergibt halt null Sinn. So, wenn der Wille doch nicht mehr da ist, was er ja bekundet, das führt den Kommentarschreiber doch selber ad absurdum, gegen Sterbehilfe zu sein, weil es ja Lebenswille gibt. Ja, und wenn es den nicht gibt, hallo! Ich wollte jetzt gerade noch ein paar Punkte bringen, dass Person A das gerne macht und dass es Person B deswegen nicht gerne macht, automatisch, aber ich glaube, das ist ein Niveau, das muss ich euch nicht erklären, das traue ich euch schon zu, den Fehler in dieser Argumentation selber zu finden. Aber du sollst nicht töten, auch sich selber nicht. Wildes Profilbild? Hat mal irgendwer irgendwann vor ewig langer Zeit auf eine Steintafel geschrieben, wa? Guter Grund, Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar über Bord zu werfen.
dämlicher Volltrottel. Wie kann man Sterbehilfe mit Mord gleichsetzen? Also ich blicke es nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Tötung und Beihilfe zur Selbsttötung. Übrigens, Beihilfe ist in solchen Situationen in Deutschland nicht mal unbedingt verboten. Zum Beispiel via Medikamentenbereitstellung. Natürlich gekoppelt mit Voraussetzungen, ne? Das wird juristisch individuell betrachtet. Es gab mal den Paragraphen 217 StGB. Das frühere Verbot einer geschäftsmäßigen Beihilfe wurde aufgehoben und am 26.02.2020 wurde der 2015 eingeführte Paragraph für verfassungswidrig und damit nichtig erklärt. Ich verstehe generell nicht, wieso aktive Sterbehilfe in Deutschland eine Debatte ist. Das gilt ja nicht für jeden, sondern wäre an strenge Regularien gekoppelt, die im Falle dieses Mannes halt zutreffen. So, aber dazu kommen wir später noch. Jetzt wird es etwas wirre. Du brauchst richtige Ernährung. Step 1. Step 1. Build it. Ja, da sind sie wieder. Die Sarah's Secret, man kann alles kurieren, wenn man nur ein wenig Plankton frisst. Wo kommen diese Leute her, die immer alles mit Ernährung heilen wollen? So, und wieso denken die, alles wäre heilbar, wenn man nur das richtige Essen isst? So, Ernährung ist wichtig, ja, aber kein Allheilmittel, sonst hätten wir wahrscheinlich deutlich weniger Probleme im Gesundheitswesen. Aber da gibt es noch weitere Kommentare von dieser Person. Du wurdest geschnitten. Von wem? Kartoffel. K.A.Hört.To.F. in Klammern T.L. Trans frisst mit Leidenschaft Potato. Was? Was will uns diese Person sagen? Ich wollte mich hier eigentlich über seltsame Kommentare lustig machen und nicht den Da Vinci Code knacken müssen. Wer erdreistet sich, gegen das Ableben zu stellen? Bis dahin war dieser Kommentar noch in Ordnung und ich unterschreibe es. Aber dann. Der Corona-Genozid wird gebilligt. Ach, halt doch einfach die Fresse. Der Kommentar hat schön angefangen und dann kommt sowas. Ein Corona-Völkermord. Ich begebe mich mal kurz auf dieses Niveau herab. Genozide haben Merkmale. Es muss unter anderem die Absicht vorliegen, nationale, ethnische, religiöse oder soziale Gruppen als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Er denkt also, dass das alles geplanter Massenmord war. An wem? Wie kann es sein, dass es von dieser Fraktion so viele gibt? Man sollte eigentlich meinen, dass so ein Fanatismus, diese Besessenheit davon, Leute eher abschrecken würde. Habt ihr es schon mal mit hochdosiertem Vitamin D probiert? Oh Gott! Ich kann mir schon vorstellen, wie diese Person da saß, während sie diese Reportage gesehen hat. Was? Was? Oh. Ich kannte auch jemanden, der MS hatte und durch Vitamin D, in Klammern hochdosiert, ging es ihm irgendwann besser. Ja, natürlich. Die Heilung ist da, ne? Weil ich kannte jemanden, der jemanden kannte und meine anekdotische Evidenz liefert den Durchbruch, den zigtausende Forscher seit Jahrzehnten nicht erbringen konnten. Halt doch einfach mal deine Scheißfresse. Nächster Oh nein. That is one big pile of shit. Maya, dein Zustand ist natürlich schrecklich, keine Frage. Was du wissen musst, das hat es einen Sinn. Was du wissen musst, Yoda und Attila ein Kind gehabt haben hat. Es ist dein Karma aus früheren Leben. Du hast das selbst auch gewählt. Es ist dein Karma aus früherem Leben. Du hast es selbst auch gewählt, sagst du. Er hat sich für sein unbeschreibliches Leiden entschieden. Wie kann ein Mensch so ein Huhn sein? Ich mein's ernst, wie kann man so ein dummer, dampfender Haufen Scheiße sein? Der Betroffene liest übrigens die Kommentare mit unter dem Video, ne, mit seiner Augenbedienungsvorrichtung. Ne, der wird das vielleicht gesehen haben. Du hast es nur durch Geburt vergessen. Du darfst es dein Leben nicht beenden. Da musst du alles ertragen, weil du es in nächster Leben weiterleiden musst. Was lese ich da? Selbstmord ist keine Lösung. Du bist hier geboren, um dich die alte negative Karma zu befreien und das müsstest du bis zum Ende ertragen. Nur so wirst du frei vom Leiden. Dein Leiden ist das selbe Leiden, die du in früheren Leben anderen getan hast und jetzt erlebst du es selbst an eigenen Haut. Wie soll das gehen? Hat er sich in das Nervensystem eines Menschen reingegeben und das Stück für Stück lahmgelegt? Ey, das ist halt Karma-Lehre straight von Stephen Oswald oder noch von früheren historischen Personen. Deswegen leiden alle Menschen. Wer leidet, hat einen Grund und wer sich freut im Leben, hat er auch einen Grund. Es tut mir sehr leid, diese Wahrheit zu schreiben. Diese Person glaubt es selber. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass so saudämliches Gedankengut existiert. Und ich hoffe, du überdenkst, was Selbstmord betrifft. Tod ist kein Ende und keine Lösung. Alles Gute. Für die Person, die das hier verfasst hat, wäre wahrscheinlich eine Therapie die richtige Lösung. Ich pathologisiere normalerweise nicht gerne, aber das erschließt sich hier mir nicht anders. Das ist vollkommener Wahnsinn. Impfung? Ich glaube, ich bin hier etwas ganz Großem auf der Spur. Es erschließt sich mir so langsam. Nun verstehe ich es endlich.
alle Krankheiten der Welt? Impfung. Menschen auf anderen Kontinenten müssen hungern? Impfung. Die 8. Staffel Game of Thrones? Impfung. Ärmel rutscht beim Händewaschen runter? Impfung. Schlechter Empfang, weil Internets in Deutschland Neuland ist? Wegen Merkel! Dieses Impfthema wohnt bei diesen Leuten wirklich mietfrei im Kopf und wird halt bei jeder Gelegenheit ausgepackt. Also irgendwann muss man doch mal merken, dass man sich lächerlich macht, wenn man immer alles auf die Impfung pinnen will. Vor allem, weil der Mann aus dem Video schon seit 2017 gegen seine Krankheit kämpft und die Corona-Impfung dann auch offensichtlich kein Thema war. Aber Hauptsache wieder dieses Fass aufmachen, um des Fass aufmachens willen. Im Namen des Herrn Jesus Christus sind Sie geheilt, Harald Meier. Hat ein Random aus den Kommentaren im Internet so gesagt jetzt, wird also dann wohl so stimmen, nehme ich mal an. Es ist nicht sein Recht zu sterben, nur Gott hat das Recht dazu. Ach so, nur Gott darf sterben. Friedrich, bist du es? Naja, jetzt komm, mal wirklich. Wir wissen ja, wie er es gemeint hat. Nur Gott darf bestimmen, wer stirbt. Ist die Säkularität ein Begriff, das Prinzip der Trennung von Religion und Staat? Falls ja, hast du eventuell auch schon mal davon gehört, dass Deutschland ein säkulares Land ist. Um diese Art der Argumentation zu führen, bist du ein wenig zu spät. Um genau zu sein, 220 Jahre, 5 Monate und 5 Tage zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos. Wahlweise auch 80.509 Tage. Denn seit dem Reichsdeputationshauptschluss am 25.02.1803 hat sich ein bisschen was getan, was die Säkularisierung angeht. Und gesetzgebende Forderungen aufgrund religiöser Dogmen ist so ein wenig aus der Mode gekommen in Deutschland. Das ist Mord! Halt die Fresse! Wer nicht mehr leben möchte, ist seine persönliche Meinung. Aber das geht zu weit! Ein Ist-Zustand unterbinden zu wollen, ist keine Meinung, sondern ein zutiefst liegendes Bedürfnis, besonders im Falle von ihm. Angenommen, du willst nicht von 100.000 Menschen ausgelacht werden, wegen der absurden Dummheit, die du ins Internet gepostet hast, ist das keine Meinung, dass du nicht ausgelacht werden möchtest. Die Meinung war, dass du dagegen bist. Die hat aber nur als Grund eine Verbindung mit der Konsequenz, die wiederum keine Meinung war. Dann gucken wir den Kommentar mal weiter an. Heute sterbenskranke Menschen und morgen ein depressives Kind. Spinnt ihr total? Noch was für ein Rabulist. Das nennt sich ein Slippery Slope Argument. Man wird vor einem bestimmten Schritt gewarnt, weil diese Handlung den Damm bricht und die negative Konsequenz zwangsläufig weitergeführt wird. Darf der eine Sterbehilfe in Anspruch nehmen, so seine Prognose, darf es der nächste auch und die Voraussetzungen dafür werden immer weiter herabgesetzt, bis wir bei minder signifikanten Beweggründen angekommen sind. Sprich, die 14-jährige Lisa wurde von ihrem Freund verlassen, also möchte sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Diese Art der Argumentation funktioniert nur, wenn die Prognose, was folgen wird, plausibel ist, und das ist sie hier, logischerweise nicht. Das Ganze ist selbstverständlich an in Gesetz gemeißelte Voraussetzungen gekoppelt. Die werden nicht nach Individualbelieben herabgesetzt. Das sollte auch jedem klardenkenden Menschen bewusst sein. Vor allem, wenn man zum Beispiel einen Blick in die Schweiz wirft, wie es da funktioniert. Abgerundet wurde der Kommentar mit künstlicher Entrüstung. Spinnt ihr total? Samt falschem Satzzeichen, weil spinnt ihr total in der Zusammensetzung eine Frage sein sollte und man eine Frage nicht mit einem Ausrufezeichen kennzeichnet. Die Entrüstung rührt daher, weil dann ja auch Kinder umgebracht werden, wenn sie traurig sind. Das passiert nicht. Nee, es wurde von ihm erfunden, damit er dagegen argumentieren kann. Somit wurde die Trickkiste der schlechten rhetorischen Tricks mit einem Strohmann-Argument erweitert. So ein undankbarer Mensch! Mein Gott, wie kann man nur so weinlich sein? Deutsche sind echt kaum auszuhalten. Ich habe gerade mal nachgeschlagen und laut Adam Riese sind sie ein Sohn. Wie kann man nur so weinerlich sein, sagte ein wahrscheinlich gesunder Mensch zu einem, der mit die schlimmste Krankheit im schlimmsten Verlauf erleiden muss, während er rumheult über ein Video im Internet. Merkst du selber, oder? Undankbar in Bezug auf was? Seine Krankheit? Für sein Leiden? Wie wenig Empathie kann man haben? Wie wenig will man sich in andere Menschen hineinversetzen? Ja. Oh. Nein, Herr Meier will nicht sterben und ich auch nicht. Schluss jetzt mit diesem Scheiß, sonst knallt's. Ja, schön, aber niemand hat danach gefragt, was du nicht möchtest. Wie kommt er darauf? Weil er es nicht möchte, möchten andere das auch nicht. Ne? Die sind in einer ganz anderen Lage? Und was will er mit sonst knallt sagen? Skoros Tic-Tac oder was? Was für ein Spinner. Ich glaube, wir haben uns genügend Idioten angeschaut. Ich habe zwar noch bis zu 20, 30 Kommentare auf Lager, aber ich habe keinen Bock mehr.